So, heute ist Dienstag, der 8. Juni 2021, 16.20 Uhr, live aus dem Stasi-Kraft 3754 Einbeck. Ganz kurze Introduktion, ansonsten müsst ihr mal meine anderen Videos angucken. Mein Name ist Adrian Lachstetter, mein bürgerlicher Name, das ist der Name meiner, beziehungsweise der Name der Person, die dem, ich reiß das ganz kurz an, die dem Vatikan gehört und ja, unter sich unter See- und Handelsrecht befindet. Mit der Person will ich nichts mehr zu tun haben. Ne, ist ja letztendlich auch nur eine Fiktion. Man kann es vergleichen wie mit einem Auto, was man fährt, was aber nichts mit dem Fahrer dahinter zu tun hat. Deswegen nenne ich mich überall, und weil ich auch mit der Satanisten Freimaurerfamilie Lachstetter nichts mehr zu tun habe, nenne ich mich überall Adrian aus der Familie Milosevic. Das Ganze habe ich von der Free Man bzw. Sovereign Citizen Bewegung aus Amerika adaptiert. Die setzen einen aus der oder von der Familie zwischen dem Namen, um sich von der Person abzugrenzen und zu distanzieren. Ich bin rituelles Kindesmissbrauchsopfer durch den deutschen BND, durch die CIA und durch die Freimaurer. Projekt Monarch Beta Sexsklave. Ein Ende der Folter ist nicht in Sicht. Trotz mehrmaligen Anrufen und Beschwerden beim BND und der CIA. Ja, jetzt kämpfe ich hier um mein Überleben. Im wahrsten Sinne des Wortes, auch wenn es manchmal alles so ein bisschen nicht so aussieht und ich eigentlich ja, immer so mit ein bisschen scherzend immer das versuche, ja, ich muss mich auch mit Scherzen und ein bisschen Spaß bei Laune halten, sonst wäre ich schon längst zusammengeklappt. Ja. Aber es ist, also es, aber die Lage ist todernst, so. Genau. Weil ich geboren bin, weiß ich immer noch nicht. Ob das jetzt nun das 20. Dezember 2000 oder 2002 war. Es würde ja schon einen Unterschied machen. Was würde mich bedeuten, dass ich nämlich jetzt 21 wäre. Oder beziehungsweise, doch. Ja, und dass er mir halt auch 3 Jahre dann nochmal so gestohlen hat. Naja, auf jeden Fall, so oder so steht mir auf jeden Fall eine saftige Entschädigung zu für den ganzen Mist, aber das auch in einem Video. Auf jeden Fall, heute soll es mal um das Thema gehen, Rekrutierung für die Freimaurer und den BND. Darauf wollte ich nochmal eingehen, weil man mich mit über Voice to Skull jetzt hier schon die ganze Tage so beschwichtigt, dass es alles wohl anders gelaufen wäre, wenn ich den Freimaurern beigetreten wäre. Das soll wohl alles nur diese Notplanung sein, weil ich halt nicht mitgezogen bin. Heißt also, ja, wie gesagt, man kam dreimal auf mich zu, also die Freimaurer mit ihrer 3, dreimal auf mich zu. Einmal war das dieser verkrüppelte junge Benjamin Behrens, der mich gefragt hat, dieser fette Nutz-Loser von der Behrens-Familie, ob ich denn Interesse hätte, den Freimaurern beizutreten. Ja, bei Freimaurer muss man wissen, es ist so, also voll bekloppter Verein. Man darf die Leute nicht selber ansprechen, die man reinholen will, sondern man muss andere schicken. Die sprechen dann die Leute an, also ich weiß nicht. Ich gehe mal davon aus, dass die Rekrutierung entweder von Thomas Römermann oder meinem bekloppten Großvater ausging und dann über diese Krüppelkinder von diesen anderen Freimaurer-Losern abgewickelt wurde. Ja, das zweite Mal war das dann der Junge von den Bayes, die hier diesen Dings-Shop machen, dieses Fahrraddingens, Myron Bayer, der dann gesagt hat, ich soll doch wohl mal da zu den Freimaurern gehen. Ich habe es abgelehnt, weil ja, alles Freimaurerfamilien, alles Kartell. Leute wie ich, aufrichtige Leute, integre Leute, die kriegen hier nichts. Den machen sie alles kaputt, ihr Geschäft. So, dann sind wir auch gleich beim nächsten Thema. So, auf jeden Fall, der kam auf mich zu. Das dritte Mal weiß ich gar nicht, ob das auch nochmal der Behrens-Junge war. Auf jeden Fall, dreimal hat man es versucht, mich da rein zu rekrutieren, hat man mich gefragt, ich habe es abgelehnt, weil ich habe es nicht nötig, in irgendeiner Geheimgesellschaft zu sitzen. So oder so nicht, das ist nichts für mich, das wollte ich halt nur mal sagen. Es schließt sich halt aus mit meiner Persönlichkeit. Es passt einfach nicht zu mir. Ich kann Sachen nicht im Geheimen machen, warum sollte ich das auch? Ja, keine Ahnung, was die Freimaurer denken. Gerade die Jungen, die sich angeworben fühlen, die denken dann, oh, ich bin Teil von etwas, ich bin was Besonderes. Nein, ihr seid alles nur Loser. Und der Fakt, dass man euch da reingezogen hat,
in den BND und in diese ganze Scheiße zeigt, dass ihr halt Oberloser seid, ne? Genau wie mein Großvater. So. Auf jeden Fall, ja. Voll die Bekloppten, ey. Ja, auf jeden Fall, es passt halt nicht. Ich wollte es halt nur mal sagen, es passt halt nicht mit mir überein, mit meiner Persönlichkeit. Das ist nichts für mich. Im Geheimen irgendwelche Kinder poppen und anpissen, schwören, dass einem die Zunge rausgeschnitten wird, wenn man darüber spricht. Ja. Es ist nichts für mich. Das sind Loser da, die da sitzen. In diesen Logen. Egal ob jung oder alt. Jeder Einzelne. Ich frage mich auch, wie man den ganzen Scheiß glauben kann, der da verzapft wird. Es ist eh alles nur Schwachsinn. Satan ist der Meister der Täuschung, steht auch in der Bibel. Ne? Größter Trick war es, die Welt zu überzeugen, dass es sie nicht gibt. So. Also vergesst diesen ganzen Freimaurer-Dualitäts-Mist. Da ist was dran, das stimmt auch ein bisschen, aber ansonsten ist es alles nur ein Drumherum für Kinderficken. So. Es ist wie halt wie jede andere Sekte auch. So ein bisschen wie hier, wer Far Cry 5 kennt, diese Eden's Gate-Sekte. Es ist halt eine Sekte wie jede andere auch. So, wo ich gerade bei bin, dieser Sekte den Garaus zu machen, deswegen wollen sie mich auch loswerden. Auf jeden Fall, das wollte ich halt nur nochmal sagen. Ich bin mir dafür zu schade. Ich kann auch was, ich weiß was. Ich habe das nicht nötig, in irgendeiner Geheimgesellschaft zu sitzen und von irgendwelchen Leuten gepusht zu werden und nach oben gebracht zu werden, sage ich mal. Und dann mit irgendwelchen pädophilen Pisse trinkenden Kontrollakten erpresst zu werden. Und Kindersexhandel, ich habe das nicht nötig. Ich kann auch sowas, ich weiß auch sowas. Das gleiche gilt für den BND und die CIA, für die man mich auch schon mal anwerben wollte. Da hat man mich halt gefragt, ob ich halt für die CIA arbeiten möchte. Habe ich auch abgelehnt. Weil, wie gesagt, ich wollte das nur nochmal sagen, ich habe es nicht nötig. Ich kann was, ich weiß was. Hier, ich habe zwei M's auf meinen Händen. Hier ist das erste, warte mal, ist doof das zu zeigen. Ich hoffe, ihr seht das, hier ist das erste M. Hier ist der zweite M. Ich bin von Gott gesegnet. Bin so ein bisschen wie König Midas. Ja, alles, was ich anfasse, wird Gold. Ich habe es also nicht nötig. Irgendwie alles, was ich wollte, hat mir Gott schon gegeben. Bei den Freimaurern da irgendwie, ja, mich da reinziehen zu lassen. Bin auch froh, dass ich nicht beigetreten bin. Ich wollte das auf jeden Fall nur nochmal sagen. Ich habe das nicht nötig. Ich brauche das nicht. Ich brauche von dieser Welt nichts. Alles, was ich hätte haben wollen, hätte ich mir auch selber erarbeiten können. Ich habe Talente durch meine eigene Firma, was man mir auch alles kaputt gemacht hat. Also ich brauche das nicht. Das Gleiche gilt für den BND. Also ich bin mir da auch zu schade für. Dass ich mich da irgendwie vorm Computer sitze oder was weiß ich, was diese kriminelle Bande da so treibt. Ist auf jeden Fall eine Mafia, wie jeder andere auch. Eine Mafia, die sich einen schönen Namen gegeben hat und die Leute überzeugt hat, von wegen, es wäre halt eine Regierungsbehörde, was ja auch nicht mal stimmt, weil es eine private Firma ist, genau wie Rewe und die Sparkasse auch. Ja, und die foltern jetzt die Leute, implantieren die Leute. Jeder, der keine Kinder fickt und anpisst, ist der Buhmann, ja. So wie ich dann zum Beispiel, ja. Genau, und so halten die halt zusammen, ne? Durch diese Kontrollakten und durch die Scheiße, die sie verzapfen. Nee. Also, wie gesagt, ich bin mir dafür zu schade. Ich brauche das nicht. Ich habe andere Talente. Ich habe das nicht nötig von irgendwelchen Freimaurern gepusht. Beziehungsweise ja eher benutzt zu werden. Und wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen, ich brauche von dieser Welt nichts. Ist doch eh alles nur eine Illusion hier. Versteht das bitte nicht falsch jetzt, es ist wie in einem Computerspiel. Das ist, was bringt einem das, 1000 Euros in irgendwelche virtuellen Items zu stecken? Und genau das gleiche ist halt auch, genauso kann man das auch mit der Realität hier vergleichen. Das ist doch letzten Endes nur wie so eine Art Zwischenwelt, bevor man dann zu Gott kommt. Wir kommen auf diese Welt, ohne was zu haben. Und wir gehen von dieser, denkt drüber nach, und wir gehen von dieser Welt, ohne was zu haben. Warum um alles streiten? Ne, diese Welt ist quasi nur wie so ein Testraum, wie so ein Test von Gott, um zu gucken, ob wir uns halt auf so einen Scheiß einlassen oder halt nicht.
Ich habe die Welt abgelehnt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe Weltpräsident werden können von dieser One World. Und Präsident Serbiens und was weiß ich, was US-Präsident. Ja, alles wertlos, solange es diese Geheimdienstkriminalität gibt. Und solange hier 5G und diese ganze Scheiße überall installiert wird, was eigentlich ein Waffensystem ist. Nicht eigentlich, es ist ein Waffensystem. Wie gesagt, ich mache da nicht mit. Ich will damit nichts zu tun haben. Wertlos. Ich brauche von dieser Welt nichts. Nix. Gar nichts. Ne? Also warum soll ich dann irgendwas tun für Sachen, die ich nicht will? Auf jeden Fall, es ist halt wie in so einem Computerspiel. Was bringen einen denn diese ganzen virtuellen Items? Letztendlich ist es doch nur ein Spiel. Und wenn es das irgendwann nicht mehr gibt, ich mache jetzt mal ein Beispiel hier, was weiß ich, was ist denn das Trendige jetzt aktuell hier? Elvenar und Forge of Empires oder diese ganzen Free-to-Play-Spiele. Und so letztendlich ist es doch mit der Realität auch. Was bringt einen das denn? Hier irgendwie Präsident oder König zu sein oder Kaiser oder Diktator oder Kanzler oder... Bringt einem doch letztendlich auch nichts, wenn du dann hier stirbst. Und dann irgendwann oben bei Gott dich rechtfertigen musst für die Scheiße, was du hier gemacht hast. Ja, also Schwachsinn. So kann man das ungefähr vergleichen. Ich hoffe, ihr versteht irgendwie so ein bisschen, wie ich das meine. Also letzten Endes, ich brauche von dieser Welt nichts. Alles, was ich hätte haben wollen, hätte ich mir auch selber erarbeiten können. So. Dieser verzeihen werde ich euch übrigens nie. Und die nächste Geschichte ist, warum soll ich denn den Freimaurern beitreten und dem BND? Kann ich doch nichts zu, wenn ihr da so doof seid, mein Großvater so doof ist, mich in dieses Monarch-Programm reinsteckt, weil er ein naiver Vollspacko ist, mit einer begrenzten Intelligenz, man mich als Kind missbraucht und gesextrafficked hat und ihr jetzt zu feige seid, das zu gestehen, weil ihr halt alles kleine Loser seid da beim BND und bei den Freimaurern, müsst ihr mich doch jetzt hier nicht mitten in die Scheiße reinziehen. Kann ich doch nichts zu, wenn ihr so doof seid und Fehler macht. Und diese Fehler nicht eingestehen könnt und dafür zu feige seid, dafür zu bezahlen, weil euer Dödel nur so klein ist. Müsst ihr mich jetzt da nicht mit reinziehen, ne? Ja. Also ich werde den Freimaurern nicht beitreten. Dem BND auch nicht, der CIA auch nicht, dem Verfassungsschutz auch nicht. Verfassungsschutz, ja, wir haben ja nicht mal eine Verfassung. Dr. Kessler wurden schon aufgeklärt. Was macht dann also der Verfassungsschutz Kriminalbetrug? Es gibt keine Verfassung. Also was schützen die dann da, bitteschön? Es gibt keine. Ja, dann macht er wieder eins. Da war kein Mensch schon. Naja. Ja, es ist traurig. Es ist traurig. Aber die aus. Ja. Nee, also wie gesagt, ich bin mir zu schade, irgendwie in irgendeiner Loge zu sitzen. Ich brauche von dieser Welt nichts. Man kann es wie mit einem Computerspiel mit virtuellen Items vergleichen. Genauso ist das hier mit den Freimaurern. Klar, die können einen nach oben bringen. Klar, du kannst hier Präsident, Kanzler oder was weiß ich was werden. Und letztendlich, was bringt einem das dann? Das ist wie mit Leben von Kreditkarte. Irgendwann musst du es eh wieder zurückbezahlen. Bei Gott dann die ganzen Schandtaten, die du gemacht hast. Na? Ja. Klasse. Echt. Echt, klasse. Ja, wie gesagt, so lange wollte ich das Video auch gar nicht machen. Ich wollte das nur sagen. Ich lasse mich da nicht anwerben für die Scheiße. Ich lasse mich da nicht reinziehen. Ich kann nichts dazu. Wenn ihr beim BND, bei den Freimaurern, jetzt hier alle so feige kleine Schwanzlutscher seid und eure Fehler nicht eingestehen könnt, die ihr gemacht habt,
Fehler Nummer 1 war zum Beispiel, mich in dieses Monarch-Programm überhaupt reinzusetzen, überhaupt die Idee zu kommen. Mich als arischen Übermenschen mit einer hohen Intelligenz, Indigo-Kind empowered und ich bin auch von Natur ein Supersoldat schon seit meiner Geburt in dieses Programm zu setzen. Kann ich ja nichts zu. Ne? Ja, herzlichen Dank, Tino Lachstetter. Größte Versager auf Erden, zusammen mit seinem Kumpel Thomas Römermann da. Der kann nix. Ich schäme mich dafür auch. Aber deswegen hat Gott ja mich in die Familie geschickt. Ich kann dafür umso mehr. Aber man will es nicht. Deswegen machen wir halt alles kaputt. Kaputt. Ja. Nee, ich finde das scheiße. Von euch allen hier. Allen an meiner Programmierung, meinem ganzen scheiße beteiligten Personen. Ja, das ist. Scheiße. Ne? Ja, und ich muss jetzt drunter leiden. Wie gesagt, so wird einer's Gedanken. Pisse trinken, Schwänze lutschen in der Kindheit. Von anderen Kindern, von Erwachsenen. So danken sein das, ja. Wie gesagt, zum Umbringen ist man sich zu feige. Scheiß Pisse-Fetischisten, aber in den Freimaurern. Ja. Da ist dann, wie gesagt, der Dödel doch zu klein. Habe ich ja schon in einem anderen Video gesagt. Ja, man macht das dann über die Hintertür, versucht die Opfer irgendwie in Selbstmord zu treiben, indem man den alles zerstört. Tja. Naja, nicht mit mir. Also mir bleibt nur noch der Kampf und ich werde auch kämpfen bis zum Umfallen. Selber schuld. Ich kann nichts dafür, dass ihr alle so doof seid, mich in dieses Programm gesteckt hat. Ich werde den Leuten, die das veranlasst haben, auch nie verzeihen. Wie gesagt. Ich habe auf jeden Fall genug Talente und ich brauche kein Pushing von den Freimaurern oder vom BND oder irgendwelchen vergleichbaren Organisationen. Ja. Ja, Herr Karl, wie lösen wir das jetzt? Ihr könnt ja schon mal anfangen, meine Befehle auszuführen, diese ganzen Leute hinzurichten. Mir jetzt endlich meine 30 Milliarden hier zu überweisen. Gut ist, ne? Würde ich mal sagen. Also ich gebe mich mit nichts im Millionenbereich zufrieden für diese ganze Scheiße. Was ich alles durchmachen musste, mir hat mal 20 Jahre gestohlen, die kriege ich nie wieder. Nie wieder, ja. Ich hatte nie eine Kindheit. Ja, ich musste immer Pisse trinken und Schwänze lutschen. Und der Dank dafür ist, dass ich jetzt hier im Elend versinken kann. In einer scheiß Bude wohnen kann, die viel zu eng, zu klein ist, die mir als arischen Übermenschen nicht gewachsen ist, ja. Das habe ich nicht verdient. Ich bin der Übermensch. Da sollten eigentlich die Schärfkes wohnen, da, hier mit ihrem scheiß Legastheniker-Drecksjung. Das ist auch eine Geheimdienstfamilie. So, also. Ich kann auf jeden Fall was, ich weiß was, ja. Ich habe es auf jeden Fall nicht verdient, in irgendeiner scheiß dieser Kaschimme da jetzt zu versauern. Nee, und jetzt soll ich den Leuten auch noch hinterherlaufen und die anschreiben und sagen, hier, ich liebe dich und lass mal Sex haben. Also so doof finde ich nun auch nicht. Also das versuchen ja die Geheimnisse tatsächlich, ihren Gedankeneinsendungen und ihren Scheiß. Dieser fickt euch ins Knie. Habe ich ja schon mal gesagt, als ob ich jetzt noch meine Zeit verschwende da. Scheiß Homo-Bande da, ey, echt, ey. BDSM-Bande beim BND. Nee, vergiss es doch alles, ey. Vergesst es, leckt mich am Arsch. Nee, also es pisst mich einfach nur noch an und deswegen kämpfe ich auch so gegen dieses Kartell. Und das ist nämlich auch das Problem, was wir halt haben. Das Problem sind nicht irgendwelche Ausländer oder irgendwelche Juden. Das Problem, es gibt Juden bei den Freimaurern, klar, es ist halt ein Kartell, es ist eine Mafia. Es gibt Juden da drin, es gibt normale Leute da drin. Das ist halt einfach nur, gehörst du zum Kartell oder nicht. Das ist der einzige Unterschied auf dieser Welt. Freimaurer ja, nein, Jesuit ja, nein.
Rosenkreuzer, ja, nein. Templer, ja, nein. Und da gibt es Juden und es gibt nicht Juden und es gibt Muslime und es gibt nicht Muslime. Ist halt quasi wie eine Sekte. Du kannst da halt entweder zugehören oder nicht. Gehörst du nicht dazu, machen sich irgendwann kaputt. Ne? So einfach ist das. So, und deswegen, und das ist halt auch der Grund, warum die Welt so kaputt ist. Weil es nämlich nicht mehr darum geht, ob du halt klug bist, hübsch, intelligent oder sonst was oder was kannst. Es geht einfach nur darum, gehörst du halt dazu oder nicht. Und deswegen haben wir auch so viele kaputte Leute oben sitzen. Weil es halt nicht darum geht, ob du was kannst oder nicht, sondern einfach nur, ob du mitmachst, ob du diese satanistische Agenda befolgst oder eben nicht. Ich tue das nicht, weil das einfach nur noch krank ist und weil es endlich Zeit wird, diesen Ballonkopf-Autisten-Legastheniker-Verein da zu entsorgen und diese ganzen Leute zu exekutieren. Ey, ganz einfache Kiste. Brauchen wir auch gar nicht zu diskutieren, Herr Karl, ne? Mach ich auch nicht. Ihr werdet schon irgendwann nachgeben müssen. Also ich werde so lange kämpfen, ich kann ja auch nur noch kämpfen. Selber schuld, Herr Karl, ihr hättet mir mal irgendwas lassen sollen. Da würde ich da weniger Wind machen, aber gut. Idioten. Nee, auf jeden Fall, das wollte ich nur noch mal sagen. Also. Ne? Tja. Selber schuld. Wie gesagt, verzeihen werde ich keinem von euch, der hier irgendwie in meinem Projekt Monarch beteiligt ist. Wie gesagt, es geht einfach nur noch darum, jetzt gehörst du zu diesem Kartell oder nicht. Darum geht es. Arbeitest du für den BDA oder nein? Das spielt keine Rolle, ob du, ne? Ob du irgendwelche Behinderungen hast oder Autist bist oder sonst was oder Legastheniker bist. Es geht nur darum, arbeitest du für den BND? Ja oder nein? Arbeitest du für die Freimaurer? Ja oder nein? Wenn ja, kommst du halt ganz schnell hoch und das widert mich so an. Deswegen haben wir halt, wie gesagt, überall diese kaputten Leute. Jo. Danke. Bitteschön. Ja, es ist einfach nur zum Kotzen. Herr Dr. Kästchen Horten ja aufgeklärt, wie die guten Leute, die Bright Lights unserer Gesellschaft nach unten gedrückt werden durch den Geheimdienst und unten gehalten werden. Na, ja, man möchte diese Leute nicht, weißt du? Die guten Leute, die Integren. Man will halt diese Vollloser da oben haben beim BND jetzt hier. Herr Dr. Kästchen Horten ja alles schon aufgeklärt. Na? Ja, so ist das. Und deswegen, mit mir nicht, mir ist das Kartell zu krank, mir sind die Leute dazu verdorben, es wird endlich Zeit, das alles zu stoppen. Diese scheiß verkrüppelten Ballonkopf, Autisten, Legastheniker und Versager da endlich hinzurichten mit ihren ganzen Familien, sowohl die Freimaurer als auch die Leute beim BND. Die drücken mir nämlich alle als arischen Übermenschen die Luft ab. Ich kann hier kaum noch atmen. Es wird Zeit, endlich diese Pest zu beseitigen, ja? So. Nee, also ich brauche von dieser Welt nichts. Der Iran kann sich seine 500 Millionen, der Ayatollah kann sich seine 500 Millionen sonst wo hinstecken. Ich wäre selber schon längst Milliardär gewesen mit Bitcoin. Ja. Ich brauche auch keine Terrororganisationen mehr. So, ich bin nicht korruptierbar mit Geld oder Macht. Geld ist nur bedrucktes Papier. Wie gesagt, Items in einem virtuellen Computerspiel. Ne? Was bringt mir das denn jetzt hier? So, toll, dann habe ich eine Terrororganisation, bringen Leute um, Millionen an Leuten. Hab die auf dem Gewissen, ja, und dann komme ich nicht mehr in den Himmel rein. Ja, vergiss es, nee, das ist mir zu wenig, die 500 Millionen. Nee. Da muss schon mehr Geld fließen. Als so ein paar lausige 500 Millionen. Was ist denn das? In der Businesswelt sind das Peanuts. Das ist gar nichts. Vor allem, wie gesagt, man muss immer denken, ich wäre selber Milliardär gewesen. Oder beziehungsweise mindestens Multimillionär. Jetzt drei zugedrückten Augen. Ey. Einmal das dritte dann noch. Das dritte Auge ist auch noch. Also jeder Mensch hat ja auch noch ein drittes Auge, die Hirnzirbeldrüse. Ne?
Scheiß hier. Hey, wie gesagt, nur Zeit. Guckt euch mal bitte alle das Video, das Schweizer Biest Basislager des Teufels an. Ne? Da erklärt der liebe Sean Ross aus Südafrika auf, wie eigentlich es die Templer sind, die uns jahrhundertelang hier verarscht haben und uns an der Nase rumführen. Die Templer gingen aus dem Vatikan, wie gesagt, hervor. Gibt es immer noch. Ne, hier, Hospitallerorden, man sieht es auch auf der Flagge Maltas. Und, ne. Tja, es geht nur darum, gehörst du irgendwie dazu zum Kartell. Und das ist halt alles. Und das widert mich so an, weil mein Hass ist unbeschreiblich. Weil es geht nicht darum, ob du Talente hast oder nicht, sondern einfach nur, ob du dazugehörst. Das heißt, wenn du halt in diese, sag ich mal, Rothschild-Familie ist, beispielsweise ein Beispiel, reingeboren wirst, ja, hast du ausgesorgt fürs Leben, ne? Es geht nicht darum, was kannst du, was kannst du nicht, sondern einfach nur, gehörst du dazu oder nicht. Und das ist ein System, das geht gar nicht, das muss weg. Wir brauchen wieder ein System, wo talentierte arische Übermenschen wie ich nach oben kommen und dieser Dreck wieder nach unten geht. Ja? Diese Leute sollten nicht so viel Macht haben und über mich gestellt sein, ja? Sollte umgekehrt sein. Ne? Naja, das wollte ich auf jeden Fall nur noch loswerden. Ihr bei den Freimaurern seid die größten feigen Hurensöhne, die es gibt. Nee, wir brauchen hier keine Hisbollah in Deutschland, wir brauchen keine Terrororganisation. Lieber Herr Karl, alles was wir brauchen, ist, dass Sie endlich da Ihr Kriminalkartell abschalten, sich selber stoppen. Das sind eigentlich an meine Zuschauer jetzt. Das sind die Leute, die sind eine Gefahr für sich selber und andere. Herr Karl muss eigentlich, der müsste entweder am besten exekutiert werden oder in Hochsicherheitstrakt nach Alcatraz. Alter. Und nicht ich. So, ich kämpfe ja gegen die ganze Scheiße hier. Wisst ihr was, also dieses ganze Chipping, was der BND betreibt, ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Eigentlich müsste wirklich jeder gechippt werden und dann müssten alle Leute an mich und mein Superbrain angeschlossen werden. Dann würden die Leute auch mal vernünftig laufen. Echt, ey. Also. Ich frage mich, wie dumm die Leute sein können, ne? Hier in diesem Land vor allen Dingen, ey. Scheiß deutsche Drecksvolk. Ja, es ist traurig und die klugen Leute, ich leiden dann mit, ey. Weil keiner hier den Finger aus dem Arsch kriegt. Ah. Ja. Also wie gesagt, ich kann nichts dazu für die ganze Scheiße, die man an mir gemacht hat hier. Tino, ich kann nichts dazu, dass du so dumm bist und mich in dieses Programm steckst. Ich kann nichts dazu, dass du so dumm bist. Ja, schade. Ich hätte gerne andere Familie gehabt, ne? Vor allem einen anderen Großvater. Vor allem, das war hier nichts, ne? Ja. Ich kann für eure Fehler nichts. Und ich lasse mich jetzt nicht in diese ganze Scheiße reinziehen. Naja, wie gesagt, selber schuld. Und aber vor allem, mit was für Schrottkindern man mich locken wollte. Irgendwelche Autisten und Ballonköpfe, wo ich mir so echt denke, Alter, warum sind die nicht euthanasiert worden und deren Vorfahren? Ja, wie gesagt, es geht halt nur noch darum, Kartell oder nicht Kartell. Nicht hübsch intelligent oder kannst du was? Nein. Ja. Wird Zeit, dieses Kartell abzuschalten.
werde euch das Schweizer Biest Basislager des Teufels nochmal anpinnen. Na, erklärt ja Sean Ross auf jeden Fall auch, wie Hitler halt auch ein Agent war. Na, diese ganz großen Organisationen sind natürlich auch anfällig für Infiltration, ne? Ganz extrem. Deswegen, ich bin nicht so bescheuert und lass mich hier benutzen. Ich wäre selber längst Multimilliardär gewesen durch Bitcoin. Wie gesagt, ich bin 21, jetzt kann man sagen, ja gut, mit 9 Jahren. Das war ja 2009, wo Bitcoin rauskommt, da ist man noch nicht so gewieft. Ja gut, das stimmt. Aber 2012 gab es ja auch Bitcoin, 2013, 2012. So, hätte ich da ein bisschen mehr mal Taschengeld gehabt oder irgendwas, kann mich auch gar nicht mehr an meine Kindheit groß erinnern. Auf jeden Fall weiß ich, mir ging schon immer scheiße, wir waren schon immer arm dran. Auch dank dem BND, so. Hätte ich da ein bisschen, ne? Ja. Ja, doof, ne? Mindestens Multimillionär wäre ich geworden. Bloß es war ja halt leider immer die Situation, dass ich halt wirklich nie Geld hatte. Dass ich irgendwie halt groß was hätte irgendwo reinstecken können oder sonst irgendwas. Ja, wie gesagt, wenn man es wirklich gut gemeint hätte, hätte man mir irgendwie Geld gegeben oder beziehungsweise für mich investiert. Man wusste, es würde ansteigen. Und dann halt einfach gesorgt, dass ich halt einfach ein paar Millionen kriege. Aber nicht so ein Scheiß hier. Wie gesagt, der Iran kann sich seine Kohle in den Arsch schieben. Seine lausigen 500 Millionen. Kann damit nichts anfangen. Das ist nur bedrucktes Papier. Ein virtuelles Item in einem virtuellen Spiel. So kann man es vergleichen. Es hat keinen reellen Gegenwert, was man hier hat in dieser Welt. Ja, wie gesagt, also verzeihen werde ich niemanden hier, der irgendwie an dieser Monarch-Programmierung beteiligt ist bei mir. Mitmachen werde ich auch nicht. Zusammenkommen mit irgendwelchen scheiß Losern und Versagern und Legasthenikern und Ballonköpfen vom BND werde ich auch nicht. Damit, wie gesagt, mit was für Idioten man mich schon zusammenbringen wollte. Markus Glorz, ein scheiß behinderter Polacke, der mir nicht würdig ist, der geistig behindert im zurückgebliebenen Kopf ist. Finn Schärfke, ein scheiß Legastheniker, ist auch Geheimdienstfamilie. Wo ich mir so denke, Alter, weißt du was, die haben das doch verdient, in so kaputt zu machen werden. Die können doch eh nichts. Weißt du? Aber vor allem dieses Feige dann, dieses, muss auch mal raus, weil es mich aufregt, weil das sind nämlich eigentlich die Loser. Die hätten so ein Programm verdient, weil die können eh nichts. Das wäre dann in Ordnung, wenn man die kaputt macht. Aber nicht mich als Übermensch angreifen. Das geht gar nicht, Alter. Ich kann was, ich weiß was. Wenn man mich nicht alles versauen würde hier, Herr Karl, wäre ich auch schon längst Multimillionär. Bezweifle, dass dieser Legastheniker Finn Schärfke oder dieser scheiß Markus Klotz so eine Leistung erbringen kann. Nein, können sie nicht, weil es Loser und Versager sind. Oder Erik Reichel, mit dem wollte man mich zusammen... Also, ihr glaubt doch jetzt auch nicht ernsthaft, dass ich mit solchen Versagern, mit solchen wie hier Erik Reichel oder Benjamin Behrens oder Till Rosenberg oder... Wie gesagt, mittlerweile sage ich oder Myron Baye irgendwie zusammenkommen. Ihr habt doch echt einen Schaden, Alter. Ja. Vor allem wofür? Wie gesagt, ich will nichts und ihr schuldet mir eh noch vieles. Wenn ich erstmal entschädigt werde hier, wenn ich mal einen anständigen Anwalt finden würde. Na gut, vor diesen Privatschieds- und Scheingerichten und da sehen alles, bringt das sowieso alles nichts. Ne? Ja, leider fehlt mir das Geld. Momentan irgendwas auf die Beine zu stellen. Ich habe 31 Cent auf dem Konto. Ansonsten würde ich mich auch mal über ein Gericht an Malta das irgendwie versuchen, die zu verklagen. Bei den Templern da. So. Ja. Ne. Nee, also wie gesagt, ich bin Übermensch, ich kann was.
So, übrigens, so ein BND-Troll hat gesagt, irgendwie mit meinem Übermenschen gefaselt. Ich sag euch, wie ich darauf gekommen bin. Als ich gesehen habe, was für Loser, dieses Kartell, was da für Loser sind. Das sind halt Untermenschen. Und im Vergleich zu diesen Untermenschen bin ich halt ein Übermensch. Da kann ich auch nichts zu, dass ich so arisch, so hübsch und so intelligent bin und so ein Indigo-Kind. Dass ihr halt alle so ein Dreck seid da beim BND. Das ist doch nicht mein Verschulden. Da kann ich doch nichts zu. Dass ihr euch euer jämmerliches Leben nicht nehmen wollt, ey. Soll ich mein Verschulden, dass ich von Gott so gesegnet bin? Kann ich doch nichts zu, dass ihr alles nur Versager seid beim BND. Das ist doch nicht mein Verschulden. Das ist nicht mein Verschulden, ne? Also. Übrigens, ich bin Deutsch, Serbe und Rumäne. So, auch Mischmasch. Aber mein Herz ist rein. Das ist wie mit so einem Lichtschwertkristall, kann man es vergleichen. Also bevor mir irgendwie einer Nazi-Scheiße unterstellt, fickt euch, ich bin gegen die scheiß Nazis. Die scheiß Nazi-Loser sind beim BND. Ja. Also, das möchte ich auch nochmal klarstellen. Ich bin selber gemixt. Und da bin ich auch froh drüber. Gute Mischung. Ist wie mit so einem Smoothie. Ne? Es ist Erdbeer, Banane, es ist halt gemixt, aber es schmeckt umso besser dafür, der Smoothie, ja. So. Nur eine Sache ist doch langweilig. Oder wie ein Milchshake. Ich bin halt gemischt. Aber es ist okay, ist auch besser so. Man sieht ja, dass die Mischung, ja, deswegen. Die Mischung macht's. Oder wie gesagt, mit Cocktails kenne ich mich nicht aus. Ich will damit nur sagen, die Mischungen sind doch gerade gut, Alter. Sieht man ja auch. Die sind dann nämlich noch besser. Ist wie mit Hunden. Bei Hunden ist doch auch der Mischlingshund ist doch besser als der normale Hund. Die leben meistens länger. Also dieses Reinrassige ist doch gar nicht so gut. Also warum soll man dann sich reinhalten? Ist doch Blödsinn. Letzten Endes sind es doch eh nur Regionen, wo du herkommst. Ne? Ist doch Schwachsinn zu sagen, jetzt weil irgendein Mensch ist unterlegen, weil er aus einer Region kommt, wo es halt heiß ist, wo halt die Sonne scheint. Dementsprechend hat sich halt der Körper auch angepasst. Die Haut ist halt ein bisschen dunkler oder sonst was. Wie gesagt, also ich bin deutsch, serbisch, rumänisch. Ein bisschen rumänisch. So, und ich bin da auch stolz drauf. Ganz ehrlich, die Leute kriegen wenigstens noch ihren Arsch hoch. In Rumänien, was da los ist, oder in Serbien, was da los ist, und was in Deutschland nicht, hier ist nichts los. Ja. Das wollte ich auf jeden Fall nur sagen. Es ist wie mit so einem Lichtschwertkristall, ne? Es gibt halt einen roten, es gibt halt einen blauen, ich bin halt der grüne. Es hat halt mit dem Kristall zu tun, der in dem Lichtschwert drin ist. Damit hat das was zu tun. Das ist das Entscheidende. Mein Herz ist halt rein. Das leuchtet grün wie ein grünes Lichtschwert, weil ich es geil finde. So, ja, ein bisschen jetzt da ein bisschen Spaß wieder reinzubringen. Und darum geht's hier. Herr Karl, sein Lichtschwert leuchtet sehr rot, weil er ein Sith-Lord ist. Ja, wenn man es mal jetzt so vergleicht mit Star Wars, ja. So, ganz einfache Kiste hier. Zeit, uns diesen Sith Lords da zu entledigen, ja. Ja, man kann Freimaurerei mit den Sith Lords aus Star Wars vergleichen, ja. Genau. Mit dem BND genauso. Zeit, diese. Ja, letzten Endes ist es genau das gleiche wie die Sith Lords. Man zeigt uns ja auch durch die. Wer macht denn die Filme? Wer war denn George Lucas? Ist ja vielleicht auch ein Freimaurer gewesen. Ne? Ja, also vergesst den ganzen Scheiß, dass ihr hier irgendwas werden könnt und dass ihr alles werden könnt. Hier, das ist alles Schwachsinn. Es geht nur darum, gehört ihr zum Kartell, ja oder nein? Und wenn ja, dann baut man euch halt auf, aber zum Preis von einer pädophilen Kontrollakte. Und deswegen, diese Welt ist so kaputt und es wird endlich Zeit, diese Scheiße abzuschalten. Ja, im Iran ist übrigens Freimaurerei verboten. Ganz klasse, Ali. Hast du ganz super gemacht, da mit deiner Revolution. Aber, was bringt einem das, wenn es trotzdem noch den Geheimdienst gibt und die Leute trotzdem noch gechippt werden und in irgendwelche und es trotzdem dieses Nazi-Exterminierungslagersystem namens Psychiatrie gibt. Das ist weltweit. Also, hat gar nichts gebracht, deine Revolution. Das ist das System, was weg muss. Die Geheimdienste, die Freimaurer, also das muss alles gleichzeitig weg, sonst bringt's nichts. Die Geheimdienste müssen weg, die Freimaurer müssen weg,
alle Geheimgesellschaften müssen weg. Das passt nicht in eine Demokratie, das muss verboten werden. Ne? Oder eher Demokratur. Warum brauchen wir Geheimgesellschaften, wo irgendwas sich vor Augen der Öffentlichkeit abspielt? Das passt und es geht auch einfach nicht sowas. Ne? Oh süß, ein Bauzi. Ja, mach mal Planschi. Sei mal ein lieber Bauzi. Ne? So, ich muss das Video beenden. Sehr wenig Speicher vorhanden. Ich kriege hier eine Meldung rein. Wie gesagt, ich wünsche euch allen was, denkt drüber nach, was ich gesagt habe, verzeihen werde ich euch nie und rekrutieren werde ich mich auch nicht lassen, so, das wollte ich euch noch sagen und ihr könnt mich mal alle kreuzweise am Arsch lecken da beim BND und ja, wir sehen uns im nächsten Video und ich werde euch Mr. Ross mal anpinnen.